Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Wir sind immer noch in der Talented Bomber. Wir haben 9 blaue Herzen, wir sind wirklich schnell und wir haben ein Fliegenschild. Das könnte vielleicht mal etwas werden. Der Kalus hier ist auch gerade super. Nein, ich wollte sie alle auf einmal treffen. Dass man jetzt nicht aufs Creep achten muss, ist super. Das ist einfach klasse. Hier, ein X-Felsen. Können wir ruhig einsetzen. Ach, eigentlich schade, dass ich gerade keinen Bump-Friend habe. Ich denke, wir werden hier wieder ein Full-Clear machen. Wir müssen versuchen, alles zu bekommen, bevor wir uns in Cliffs stellen. Er ist schnell. Ist das einer der... Das ist keiner der Akkus. Achso, das war ein Glazing Globin, deswegen. Ach ja, ich wollte ja immer suchen, da kann er nicht sein. Da ist er nicht, da ist er nicht. Wird er auch nicht sein. Boah, ich hasse das. Nein! Ich voll depp. Ich habe eins meiner Seelenherzen verloren. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Hier kann nichts für uns sein. Ja, unser Fliegenschild ist wirklich unglaublich nützlich. Hat uns jetzt schon 10.000 Mal das Leben gerettet. Oder eher ein Seelenherz. Ich sehe keine Seelenherzen oder X-Felsen. Doch, da! Ich brauche ich nicht. Oh, das habe ich gar nicht erwartet. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Hi! Wo sind sie? Wo sind sie? Da. So, das ist Passage. Destruction. Die macht irgendwas. Mal gucken. Ja. So. Ey, was kann ich einsetzen? Gucken, ob es ein Treasure Room wird. Hey, wir können so Eclipse überspringen. Das machen wir dann. Das muss ich mir merken. Weil Eclipse nervt mich gerade wirklich. Der ist der schwerste Boss hier. So. Jagalas würde ich gerne in einem Raum einsetzen, wo wirklich viele Felsen sind. Und ich eben noch mein Schild vom... Ihr wisst schon... Polaroid? So. Einer auf einmal erwischt. Ei, nein, diesmal nicht. Ah. Geraldina, lass den Quatsch! Oh, die Katze. Jetzt habe ich sie reingelassen, jetzt will sie wieder raus. Shit. So, hier sind überall Felsen. Oh, sogar die Kacke ging kaputt. Oh oh. So, warten wir auf die Stacheln. Ich sehe nicht gerne Worldkarte. Wir opfern uns bestimmt nicht. Vorsichtig. Nein, wieso habe ich das getan? Jetzt könnte ich mal wieder eine Boss auf Stil gebrauchen. Vielleicht gibt es hier was Tolles. Geraldine, ich habe dir gesagt, lass den Quatsch. Und die Läppchen können uns eventuell was bringen. Auch wenn sie uns hoffentlich nicht zum Boss bringen. Was zum... Da habe ich ja eben Glück gehabt. Ah, überall die Blutkacke. Ah, guckt euch das an, das ist ja fürchterlich. Die Kleinen scheinen ein bisschen schneller zu sein. Deswegen haben wir sie ja auch zuerst erledigt. Eigentlich müsste ich ja unter denen ihren Beinen durchlaufen können. Oh, einer von den Kleinen ist noch da. Gut, hier lang. Au. Mich verkratzt. Da gehe ich bestimmt nicht hin. Super Secret Room hatte ich ja schon. Wo ist denn der Secret Room hier? Den würde ich gerne noch finden. Ist wieder ein Periodenraum. Oh, nö, von dem Zerfall, dass wir gehen. Habe ich hier schon danach gesucht? Scheint. So. Ah, da gibt es noch einen Raum, der relativ
Sigurd-mäßig aussieht. Nein, nichts hier. Echt nicht. Schauen wir mal von hier. Ja, da kann er ja gar nicht sein. Und unter uns? Da kann er auch nicht sein. Bones? Ja, auch nicht. Hier vielleicht? Nö. So, eine Idee hätte ich noch und das wäre... Nein. Nee, dann suchen wir ihn nicht. Dann gehen wir jetzt runter an den Sheol. Das ist kein Curse of Darkness, oder? Das ist ein Curse of Darkness. Nö. Oh Gott, nein. Den ersten habe ich. Den auch. Zum Glück, die bleiben länger als die anderen wegen ihrem Brimstone. Das heißt, ich kann sie auf einmal erledigen. Mal überall suchen. Hier nicht. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Auch wenn ich das Gefühl habe, Satan ist meistens links. Hallo, Envy. Natürlich bist du es, Envy. Wie sollte es auch anders sein? Hat mir dich in diesem Ort echt noch nicht gesehen, Envy? Ganz schön neidisch, dass wir so weit gekommen sind, hm? Wem echt die Poker... Ach so, die sind im Fass gestorben. Ich liebe es, mich in die Bomben zu werfen mit dieser Challenge. Aber ich muss mich dann wieder daran gewöhnen, mich nicht mehr die Bomben zu werfen, wenn wir hier fertig sind. Infested nehmen wir gerne mit. Shit. Jetzt gerade geleckt und das war das Problem. Oh, meine Katze macht hier gerade den Lärm, also nicht wundern. So, geht's hier? Nope, hier gibt's nix. Hey, genau den Raum hatten wir doch eben schon mal. Nein, shit. Bis auf 6 Herzen runter. Oh, ich hab einen Succubus bekommen. Aha. Na, wir suchen es wieder. Vielleicht sollte ich diesmal versuchen, die Teufelstruhen erst spät zu öffnen. Okay. Jetzt bekomme ich nur noch Teufelstruhen. Ich versuche jetzt mal zu gucken, wie viele er mir macht. Das war's schon. Nur eine. Natürlich. Und du bist? Telepill. Brauch ja keine zwei. Das war alles. Was zum? Irgendwie ist es hier gerade auf den Desktop gegangen. Verschreckt mich doch nicht so. Hi, Carrion King oder Oop oder. Was ist denn hier gerade für ein Problem? Oh, der will irgendwelche Updates machen, die ich nicht will. Ja, toll. Deswegen habe ich ein Herz verloren. Jetzt bin ich auf 5 runter. Wenn ich jetzt den Satan wieder nicht schaffe, deswegen. Ja, das bringt mir ja nichts, da müsste ich noch ein zweites finden. Ich würde sagen, wir nehmen eigentlich gerade Schaden, aber das war unser Succubus, stimmt's? Hey, haben die sich eben gegenseitig getötet? Ich dachte, das wäre überhaupt nicht möglich. Och, nö. Das sind scheiß Sachen mit dem Update. Die haben mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ja, wenigstens gab es ein Herz zurück. Mal gucken, ob hier irgendwo Super Secret Room steckt, aber sieht nicht danach aus. Oh Gott, nicht schon wieder. Wir haben es irgendwie geschafft, schon eine ganze Menge dieser Geister zu erledigen. Einer ist noch da, stimmt's? So. Das ist ein Sacrifice-Room, den wir bestimmt nicht benutzen wollen. Ja, zum Glück tut er ja nur einmal schießen. Inzwischen finde ich The Fallen und Krampus schlimmer als der Headless Horseman. Oh Mann, keine Seelenherzen. Nope. Oh nein, tot. Auch tot. Ein X-Felsen hätte uns ein paar Seelenherzen geben können, aber nein.
Hui, das war knapp. Wenigstens hilft uns der Succubus, habe ich das Gefühl. Der macht den ganz schön Schaden auf die Bosse. Wow. Ah, hier unten. Ach nee, das ist die Gewuh. Ich kann mich in den Curse Room ja bumpen. So, Bomben, Pillen, Spinnen, Dr. Ranger und das war ein Lack-Up. Bringt uns nicht viel. So, hier könnte Super Sigurum sein. Da ist er auch. Oh Mann, das bringt ja gar nichts. Und wo ist eigentlich der Boss? Der ist ja schon Ewigkeiten weg. So, ich kann ja einfach über den Creep laufen. So, vorsichtig in den Brimstone laufen. Die machen wir auf. Jetzt gehen wir wieder. Kein schwarzes Herz für uns. Schade. Das Sekundum haben wir gefunden. Bleh. Keinen haben wir kaputt bekommen. Viel zu eng hier. Oh, sehr gut, Seelenherz. Nee, jetzt ne, Curse sei, nehme ich nicht mit. Bringt uns eh nichts. Okay, mit 5 Herzen kann ich mich am Satan versuchen. Auf hier geht's. So. Kaputt. Will ich kaputt bekommen. Ah, der nächste jagt. Nein, ich hab dich nicht erwischt. Oh, gerade noch so. Voll ohne Verluste. So, das scheint mir jetzt das Schwerste zu sein. Wenn ich aber immer wieder nahe komme, versucht er hauptsächlich das zu machen. Okay. Ah ja, ich habe gerade das Polaroid, da kann ich mich ja einfach in dich stellen. Jetzt nicht mehr. So, letzte Phase. Wir dürfen uns dreimal treffen lassen. Das Problem sind die Viecher. Das sollte ich immer als erstes erwischen. Weil seine Hufe tun mir nicht weh. Da hilft uns einfach Succubus ein bisschen. Sieht gut aus. Diesmal kann es klappen. So, ich kann mich auch einfach in seine Hufe stellen. Wenn ich nicht versuchen muss, die Viecher zu erledigen, dann machen nämlich meine Fliegen Schaden. Solange ich gerade... Ja, aus heute klappt's, sage ich. Wenn ich das jetzt noch verhaue, dann bin ich echt ein totaler Volldepp. Ja, Mann, endlich haben wir das mal geschafft. Ach, die goldene Bombe. Hä, haben wir die nicht schon freigeschaltet? Oder war das bloß ein Mod? Egal. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.